Gut, dann willkommen zum TurfJS Vortrag. Genau, hier geht es darum, jetzt mit Geodaten im Browser zu arbeiten. Nicht nur dazu stehen, wirklich etwas mit anzufangen, zu bearbeiten und so weiter und so fort. Erstmal ganz kurz, was ist TurfJS? Darum geht es eigentlich. Hier in einem Satz, so ist auf der offiziellen Webseite, wird gesagt, Turf ist eine JavaScript-Bibliothek, um räumliche Daten, räumliche Analysen durchzuführen. Genau, was sieht man hier? Erstens mal das Wort JavaScript. JavaScript heißt ja, da läuft eigentlich alles im Browser. Mittlerweile gibt es ja auch serverseitig, aber das ist eine Browsersprache. Im Endeffekt, die ganze Funktionalität des Webs ist ja alles JavaScript. Und das ist halt interessant, weil man denkt jetzt, Geodaten bearbeiten, da brauche ich erstmal ein GIS. Und wenn nicht, wenn ich es programmatisch mache, dann benutze ich halt Python, Java, was auch immer. JavaScript hört man halt nicht so oft, aber das scheint ein Trend zu werden. Und zwar auch mit dieser Bibliothek TurfJS. Genau, hier nochmal, Turf ist GIS for Webmaps. Das war ein Blogpost, der relativ bekannt war. Kann man sich mal anschauen. Auf jeden Fall sieht man auch hier wieder, wir nehmen jetzt das GIS und machen es eigentlich im Web, im Browser. Wir müssen gar nicht mehr serverseitig oder in meiner Software halt arbeiten. Ja, kurz, wo kam das her? Wurde von Morgan Herlocker hier entwickelt, 2013. Auch hier seine Webseite, sein Twitter-Account. Interessant, kann man ruhig followen. Seit 2014 arbeitet er für Mapbox und seitdem wird es auch da weiterentwickelt, wird auch viel da reingesteckt. Gibt es öfters Updates, nicht mal 2 Wochen alt ist jetzt Turf 3, also die neueste Version ist erst rausgekommen. Also ist sehr aktuell, wird viel benutzt. Genau, wieso habe ich mich dafür interessiert? Weil ich dieses Beispiel hier gesehen habe und das klingt jetzt eben zwar nicht so spannend, aber wenn man die Anwendung sieht, ist das eigentlich was ganz Cooles. Und ich kann dir kurz mal zeigen. Ruf hier mal. Genau, ich gehe jetzt zum Beispiel nach Salzburg. Genau, und was sieht man hier? Erstmal einen Puffer, also nichts wirklich Neues. Aber das Interessante ist, ich kann jetzt diese Marke hier bewegen und finde dann Starbucks-Lokale in diesem Marker. Und das Interessante ist halt, wie schnell das alles geht. Im Endeffekt, alles ist schon im Browser. Ich brauche nur diesen Marker hier zu bewegen und der berechnet mir dann, findet raus, wo sich andere Starbucks-Lokale befinden. Was auch interessant ist, wenn ich jetzt auf so einen Marker klicke, dann zoomt der dahin und berechnet sogar eine Route. Und das ging alles halt recht schnell. Ich muss jetzt nicht großen Dienst ansprechen, es läuft alles lokal hier im Browser. Und das Beispiel fand ich halt recht interessant. Dann habe ich ein bisschen mit Turf danach befasst. Genau, da gehen wir weiter in die Folien. Erstmal GeoJSON. Wer kennt sich hier mit GeoJSON aus? Okay, die meisten. Ich werde trotzdem kurz darauf eingehen, was es so ist. Es ist ein Datenformat. Also man kennt ja viele Datenformate im GIS-Bereich. Viele arbeiten immer noch mit Shapefiles. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und eins wäre GeoJSON. Und wieso stelle ich das jetzt vor? Weil bei TurfJS ist das Hauptdatenformat, das benutzt wird. Alles läuft mit diesem GeoJSON. Was ist praktisch, vor allem wenn man aus dem Shapefile-Bereich kommt? Na, alles ist in einer Datei. Ich habe eine einzige Datei. Da gibt es Geometrie, Attribute und Koordinatensystem. Ich habe keine SRP, keine DBF, keine PRJ, was auch immer. Geht alles in eine Datei. Punkto Geometrien, was zu erwarten ist bei Vektordaten. Ich habe einen Punkt, Linie, Polygon. Die kennt man halt, Standard. Geht auch natürlich mit Multigeometrien, also Multipunkt, Multilinie, Multipolygon. Und was interessant ist, ist natürlich auch, dass es eine Geometry Collection gibt. Ich kann jetzt auch in einer Datei Punkte, Linien und Polygone abspeichern. Wenn man jetzt mit Postgres oder so arbeitet, dann weiß man mit PostGIS, dass man da geht das auch in so einer Datenbank. Aber viele Datenformate lassen sowas halt nicht zu. Bei GeoJSON geht das. Ob man das dann auch wirklich so machen will, ist natürlich eine andere Frage. Kann mit Analysen manchmal komplizierter werden. Genau, von der Syntax sieht es halt so aus. Einfach von Wikipedia. Ist eigentlich ganz gut erklärt. Man sieht, ich als Mensch kann das auch lesen und verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine SAP aufmachen würde, im Notepad, wo auch immer, dann ist das verschlüsselt, ich kann nicht damit anfangen. Aber GeoJSON ist so ein Format, das man als Mensch wirklich lesen kann. Und es ist eigentlich recht simpel. Ich sehe hier Type Point und dann die Koordinaten 30, 10. Und schon weiß ich, wo das in der Welt ist. Hey, hängt natürlich immer vom Koordinatensystem ab. Aber ist eigentlich recht simpel. Deswegen könnte ich das natürlich auch von Hand jetzt schreiben oder ändern. Man braucht nicht unbedingt ein GIS,
um das wirklich zu verstehen. Und das finde ich natürlich auch im Browser sehr praktisch. Hier wäre ein Beispiel, wo ich einfach mal ein GeoJSON erstellt habe, wo einfach zwei Punkte drin sind. Einmal die PostGIS, die Post4G. Also so sieht das Datenformat halt aus. Also auf den ersten Blick, wenn man sich nicht programmiert, sich nicht damit auskennt, dann sieht das total komisch aus, aber ist eigentlich ganz strukturiert. Im Endeffekt habe ich einmal so eine Feature Collection, so einfach die ganze Datei. Da gibt es dann Features. Für verschiedene Punkte werden dann neue Features angelegt. Und dann sieht man, dass es relativ konsistent ist. Da sieht man immer Feature, kommt ein Point, die Koordinaten und dann die Properties, also die Attribute, alles in einer Datei. Und das ist natürlich praktisch, weil jetzt kann ich eine Datei in den Browser laden, beziehungsweise auch von Hand einfach mal reinkopieren und sofort damit arbeiten. Ich muss nicht alles serverseitig hier abspeichern. Genau, wo bekomme ich so ein GeoJSON? Tut mir leid, für die, die es schon kennen, aber für die, die es nicht kennen, kann es interessant sein. Man kann es von Hand schreiben. Klar, sowas kann ich von Hand schreiben. Natürlich muss ich mir überlegen, ob ich auch Lust darauf habe. Bei zwei Punkten geht das noch. Sind es jetzt 10.000 Punkte, dann mache ich es eventuell anders. Eine Möglichkeit wäre, so eine Webseite zu benutzen. GeoJSON.io hier ist sehr gut. Kann ich zum Beispiel eine KML, GPX, alle möglichen Formate hochladen und dann konvertiert er das sofort. Und dann kann ich das wiederum runterladen oder kopieren und abspeichern. Oder auch hier bei der FOSGIS sehr wichtiges Thema, QGIS. Ich kann in QGIS ein GeoJSON ganz einfach erstellen, indem ich ein anderes Format nehme, wie zum Beispiel hier ein Shapefile. Ich habe ein Shapefile geladen und dann gehe ich hier auf Speichern als und dann mache ich ein GeoJSON draus. Also im Endeffekt geht es super schnell, sind ein paar Klicks. Ich werde auch morgen einen Workshop unterrichten, da werden wir das alles auch nochmal machen, wie man das dann richtig macht, richtig vorbereitet und dann auch richtig in TURF einbindet. Genau, das war es zum GeoJSON hier, also wirklich das Datenformat, das hier benutzt wird. Das einzige Datenformat eigentlich. Es gibt nur ein Datenformat in TURF, ist immer GeoJSON. Zweites Thema, Geoverarbeitung im Web. Darum geht es eigentlich im Vortrag. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und der Klassiker ist halt hier dieses WPS, also dieses Web Processing Service. Ist auch ein OGC-Standard, gibt es schon länger, wird auch viel benutzt. Aber es hat natürlich eventuell ein paar Probleme, wie zum Beispiel eine serverseitige Infrastruktur, die natürlich sehr komplex sein kann. Ich muss da schon was installieren, ich muss das einrichten, ich muss alles Mögliche machen, dass es überhaupt funktionieren kann. Zweitens, Requests natürlich, der Browser muss mit dem Server kommunizieren, um das Ganze, um die Daten in den Server zu schicken und der Server muss es zurückschicken. Also brauche ich natürlich auch, wie man sieht, im dritten Punkt hier Internet. Habe ich kein Netz, kann ich auch mit WPS nichts anfangen. Genau, so sieht das aus, kurz ein Schema. Gibt es einen User, der sagt, ich will jetzt zum Beispiel diese Daten hier puffern, schickt die Anfrage an den Server. Der Server sagt, okay, dann mache ich das mal, entweder in einem GIS oder einer Datenbank und das Ganze wird dann zurückgeschickt. Und dann ist hier das Problem, das kann ein bisschen länger dauern. Das kann ein paar Minuten dauern, wenn das jetzt größere Daten sind, was auch immer. Dann ist man eventuell sogar eingeschlafen. Also mir geht es immer so, wenn ich sowas mache, dann muss man immer warten und wenn man nicht so die Geduld hat, ist das ein bisschen frustrierend. Ist ja nicht immer so, aber ist öfters der Fall. Genau, hier sieht man, was dann passiert. Ich schlafe eventuell ein, dann bemerke ich, oh, da war ein Fehler. Ich wollte eigentlich 17 Kilometer puffern, nicht 15. Dann mache ich das Ganze nochmal. Und wenn ich dann nochmal einschlafe und nochmal sehe, dass ein Fehler drin ist, dann habe ich eine halbe Stunde verloren. Oder einen ganzen Tag, demnach, wenn man aufwacht. Genau. Aber der ist ja auch nicht immer so. Manchmal macht das ja auch Sinn. Das ist ja auch die Frage, wann macht WPS jetzt wirklich Sinn? Ich will nicht sagen, dass WPS jetzt wirklich schlecht ist. Aber es macht Sinn, wenn die Analysenberechnung wirklich komplex ist. Wenn die Daten groß sind, die Analysen komplex sind, dann macht so ein WPS wirklich Sinn. Allerdings, für ganz einfache Sachen ist es eben nicht so sinnvoll. Wenn ich jetzt schon mal einen Puffer machen möchte oder Intersect oder Erase, die ganzen Klassiker-Werkzeuge, dann ist sowas natürlich eventuell nicht so ideal. Und da kommt jetzt die Lösung, dass wir dann TurfJS, wo ich die kleinen Sachen, die einfachen Sachen oder auch schon komplexere Sachen, alles direkt im Browser machen kann. Ich muss nicht erstmal den Server schicken, das bearbeiten lassen und dann zurückschicken und einbinden. Ich mache sofort hier mit ein paar Klicks. Genau, das sind wir bei TurfJS, also das eigentliche Thema heute hier beim Vortrag. Erstmal, wo bekomme ich dieses Turf? Ich kann es auf GitHub, den Quellcode runterladen, kann ich zusammenbasteln, wie auch immer. Oder ich kann hier die Webseite von TurfJS benutzen. Und da sieht man, es gibt Möglichkeiten. Ich kann so eine CDN, Content Delivery Network, einbinden. Eine Zeile im Code. Ich kann es aber auch runterladen, dann lokal einbinden oder ich kann es auch mit Node hier benutzen. Also das kann man alles auch serverseitig dann machen mit Node.js. Genau, was ist jetzt interessant? Das Ganze ist
modular. Und dann sieht man, das war 2014, wurde das schon angekündigt, also relativ am Anfang hier. Also man gibt es erst 2013. War relativ schnell entschieden worden, dass man das modular macht. Dass ich jetzt sagen kann, ich brauche einen Puffer und einen Erase, also erstelle ich mir einen Turf, wo nur das drin ist. Da muss ich nicht immer die ganzen Bibliothek da laden, wenn ich nur ein paar Werkzeuge benutzen werde. Genau, und da gibt es um die 50 Module. Viele werden da immer auch weiterentwickelt, kommen neu hinzu. Manchmal fliegt auch mal was raus, wenn es nicht so gut war. Aber generell gibt es schon viele Module. Ganz cool auch. Im Netz kann ich mir das zusammenstellen lassen. Ich klicke einfach an, was ich brauche. Hier zum Beispiel Random, Midpoint, Tag, Convex, was auch immer. Und dann lade ich das Ganze runter und das bin ich dann ein. Super einfach eigentlich. Hier ein paar Methoden, kann man sich kurz anschauen. Sind nicht alle, aber was gibt es hier von Funktionen? Wer jetzt mit GIS arbeitet, wird sofort merken, da gibt es vieles, das man auch in GIS immer wieder sieht. Hier ein Centroide, Difference, Intersect, Explode. Isolines, TIN, auch ein TIN kann man berechnen, alles Mögliche kann hier gemacht werden. Es sind halt die kleinen Bausteine, aber wenn man die richtig verknüpft, kann man schon sehr große Analysen hier hinbekommen. Genau, dann, was oft zu Verwirrung führt, was mir ging es anfangs auch so, man denkt, Turf funktioniert nur mit Mapbox.js, also Mapbox.js ist eine JavaScript-Bibliothek, auf Leaflet aufgebaut, bisschen Leaflet erweitert, die auch sehr gut ist, sehr viel kann, aber das Ding ist halt, jedes Mal, wenn man ein Turf-Beispiel sieht, ist immer damit gemacht, klar, ist ein mittlerweile ein Mapbox-Projekt, die entwickeln das weiter und das, deswegen auch in den Beispielen immer dieses Mapbox.js, aber ich muss das gar nicht einbinden, ich kann das ganz unabhängig benutzen, sogar ohne Karte. Hier ist ein Beispiel, wo ich einfach einen Puffer in der Browserkonsole ausgeführt habe, da ist keine Karte, kein GIS wirklich, also keine Webmap halt im Hintergrund, geht alles in der Konsole. Genau, das Mapping, wie gesagt, ist optional, deswegen auch hier die geschweiften Klammern, das kennt man ja, wenn man sich mit JavaScript befasst. Genau, ich brauche keine Karte, was interessant ist, aber ich kann eine Karte einbinden, weil meistens ist ja so, ich will Daten visualisieren. Wenn man jetzt vieles bearbeitet, reicht das, das schnell mal zu generieren, die Resultate. Aber wenn ich jetzt, meistens so, ich breche einen Puffer und ich will den auch sehen, dass ich auch weiß, es hat funktioniert. Genau, und dann ist man da recht flexibel, ich kann hier alles Mögliche einbinden. Ich mache momentan viel mit Leaflet, aber auch mit OpenLayers schon. Da kann man das ganz einfach einbinden. Mapbox.js sowieso, Mapbox.gl.js, auch Google Maps, JavaScript API. Im Endeffekt, solange GeoJSON in der Bibliothek unterstützt wird, kann ich auch Turf einbinden, wenn ich das visualisieren will. Ansonsten kann ich es sowieso einbinden. Und das ist halt interessant. Man ist hier sehr, sehr flexibel. Man kann es wirklich einfach nur eine JavaScript-Datei einbinden und schon kann man das Ganze benutzen, das sehr, sehr toll ist. Auch hier, es gibt keine API-Keys, ich brauche keinen Schlüssel, ich muss nicht groß da irgendwie einen Account anlegen und dann einen Schlüssel bekommen. Ich werde es einfach runterladen, einbinden und dann mache ich, was ich will damit eigentlich. Genau, Syntax ist auch recht simpel, ist einfach immer nur hier Turf, dann irgendein Werkzeug. Hier ist ein Beispiel für einen Puffer. Ich sage Turf Buffer und dann kommen die Features. Das wäre, wie gesagt, dann GeoJSON. Das ist jetzt eine Variable, aber das wird dann im Hintergrund vorab gespeichert. Sage ich 45 als Distanz und dann Kilometer als Unit. Und schon berechnet er einen 45 Kilometer Puffer her. Genau, Syntax super einfach. Ich würde auch empfehlen, dass man ein bisschen damit rumspielt. Man kann es sehr schnell einbinden und es macht erst Spaß, wenn man sieht, wie gut das eigentlich funktioniert. Und da werden wir bei der Demo, dass man das auch jetzt sieht, wie das Ganze wirklich funktioniert. Hier, die habe ich jetzt leider nicht dabei, aber ich zeige es einfach in den Folien. Was ist hier spannend, außer der Hintergrundkarte eventuell. Ich habe hier Punkte, einfach ein paar Punkte in den USA. Aber hier, das Spannende ist eigentlich diese Liste rechts. Da steht, wo welcher Punkt sich befindet, in welchem Staat. Wie soll mein Browser, meine Bibliothek, das mit Leaflet programmiert gerade, wie soll die das wissen? Kann es eigentlich nicht. In der Hintergrundkarte stecken keine Informationen dazu. Was aber hier passiert ist, im Hintergrund liegt ein GeoJSON. Das sieht man nicht, aber das ist drin. Und dann mache ich so einen Within-Befehl, wo ich einfach mit einer Schleife durch die Punkte laufe und sage, für jeden Punkt finde raus, in welchem Staat du dich befindest. Und dann füge ich das hier einfach in so eine Liste ein. Das GeoJSON hier, ich habe es jetzt hier dargestellt, das muss man eigentlich gar nicht visualisieren. Das muss eigentlich auch gar nicht im Browser eingefügt werden. Das reicht, dass das geladen wurde und dass man die Datei ansprechen kann. Also eigentlich super praktisch. Das heißt, ich gehe hier von Punkten hinüber zu richtiger Information, was sehr praktisch ist. Dann hier eine kleine Spielerei, das war so eins der ersten Sachen, die ich so gemacht hatte, einfach nur ein bisschen rumzuspielen, kann ich zeigen.
Ich rufe es jetzt lokal aus, soll man ja eigentlich über den Server machen, aber es geht als hier. Ja, was ist hier interessant? Ich klicke irgendwo hin und zack, berechnet er Linien zu den ganzen Punkten und wie schnell das auch geht. Das ist eigentlich ganz cool. Info klicke ich hin und zack, berechnet er hier die einfach eine Linie. Er findet, wo sind die ganzen Punkte und zu jedem Punkt berechne ich jetzt von dieser Koordinate, die mit dem Mausklick natürlich abgefragt wird, eine Linie zu allen anderen Punkten. Und wenn ich nochmal klicke, entferne ich natürlich die Linien. Was man jetzt machen könnte, man könnte jetzt für jede Linie die Distanz berechnen. Was auch interessant ist, so kann man schnell so eine Matrix erstellen, kann man auch automatisiert machen. Ja, was super spannend wäre. Genau, dann geht es weiter mit hier digitalisieren. Habe ich schon auch mit Turf gemacht. Ich klicke hier, gehe vorhin in den Block hier in Berlin und setze einen Punkt und kann es dann so, ist nicht gut digitalisiert jetzt, aber es geht. Und ja, dann sage ich Create Poly und dann erstelle ich hier ein Polygon. Und das habe ich jetzt sofort dann auch hier ausgegeben und das kann ich jetzt einfach runterladen, abspeichern und in QGIS dann zum Beispiel einbinden. Kann ich jetzt theoretisch meinen Browser benutzen als Digitalisierungswerkzeug. Genau, dann noch was interessant sein dürfte für diesen Vortrag, ist das Dashboard hier. Ich unterrichte in der Weiterbildung bei gistrainer.de und da habe ich in einem Kursprojekt mal empfohlen, Turf zu benutzen. Und die haben hier so ein Dashboard entwickelt und das ist eigentlich ganz cool, weil ich kann jetzt meine Daten reinkopieren, einen Button klicken und schon macht er was. Wie zum Beispiel, ich gehe jetzt hier rein und sage, ich glaube, ich habe die sogar geöffnet. Genau, hier, ich habe die so abgespeichert. Hier ist ein GeoJSON. Das binde ich jetzt hier ein, klicke ich auf Add to Map und zack, sind die drin. Und jetzt will ich einen Puffer berechnen. Ich gehe einfach hier rein, ich sage Distanz 15 Unit Kilometers und dann gehe ich auf Puffer hier, Buffer, und zack, ist der Puffer da. WPS müsste in den Server gehen, zurückkommen und so weiter und so fort. Das ging super schnell. Genau, klären hier, das gibt es noch so. Erase ist auch immer ein sehr beliebtes Werkzeug. Ich sage Erase. Das erste Polygon wird geladen. Ich nehme nochmal das zweite. Füge ich auch hier ein. Zwei Polygone. Jetzt hier auf den Button klicken. Zack. Hat den Erase gemacht. Also zieht das zweite vom ersten dann ab. Ging ja auch, wie man sieht, super schnell. Und das ist eigentlich ganz cool, dass man sowas dann jetzt wirklich im Browser sehr einfach umsetzen kann. Ja, weitere Beispiele, was gibt's noch? Flip. Flip ist, fragt man sich anfangs, was macht man damit? Aber ist ganz cool, der dreht einfach die Koordinaten um. Wie oft hat man, dass Let Long und Long Let vertauscht werden? Also ist eins der wichtigsten Werkzeuge im Endeffekt. ja, sehr, sehr praktisch. Habe ich auch schon öfters dann benutzt, weil irgendwie bekommt man einen Datensatz und das ist alles verkehrt. Und ich muss es irgendwie anders einbinden. Na, dann muss ich hier mein Turf Flip und schon ist das Problem gelöst. Ja, und viele kleine Funktionen gibt's halt, die man dann so einbinden kann und richtig was mit anstellen kann. Hier, Kinks, sehr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vom Namen her, aber Kinks findet hier Überschneidungen. Also wenn ich jetzt, das kann ich auch Turf benutzen, um fehlerhafte Polygone zu finden. Man sieht hier, die sind überschnitten, das wird dann Probleme geben mit allen möglichen Sachen. Geoverarbeitung, Berechnungen, Flächenberechnung, was auch immer. Und jetzt kann ich das so rausfinden. Das könnte ich jetzt 1000 Daten einfach mal mit einer Schleife durchschlaufen und rausfinden. Gibt es da bei Kinks ein Resultat? Und wenn, ja, dann habe ich einen Fehler in dem Polygon und dann markiere das und dann kann man das später bearbeiten. Ja, auch sehr spannend. Genau, Merge können wir auch mal testen. Müssen erstmal hinzufügen. Merge, was macht Merge? Man geht davon aus, ich brauche mindestens zwei Datensätze, aber hier ist die Benennung manchmal ein bisschen anders als im GIS, wie man es so kennt, im klassischen Fall. Ich gehe auf Merge und das ist eigentlich ein Dissolve. Also kann ich so die inneren Grenzen hier auflösen. Aus drei Polygonen wird jetzt ein Polygon. Genau, ich kann natürlich auch immer hier, hatte ich nicht gezeigt, auf Generate Output gehen und dann bekomme ich das Resultat. Jetzt könnte ich das einfach in einer JavaScript-Datei abspeichern und auch wieder in QGIS laden. Ich habe mein QGIS vor der Präsentation gestartet, ist immer noch nicht da. Ich weiß nicht, was das gerade macht. Das will ich das auch zeigen. Aber wie gesagt, morgen geht es in den Workshop. Wer vorbeikommt, wird das dann auch lernen. Genau, dann mal sehen, ob es hier noch was gibt. Ja, Simplify ist ja auch immer
sehr beliebt. Daten vereinfachen. Hier gibt es dann auch so einen Slider. Ich meine, das ist ja einfach nur HTML, CSS, was hier gemacht wird, aber das verknüpfe ich schon mit TUF. Und jetzt sieht man hier, ich kann hier mit dem Slider die Daten vereinfachen. Okay, irgendwann macht es natürlich keinen Sinn mehr, aber das ist gut. Wenn man komplexe Geometrien hat und man braucht die Komplexität nicht, kann man jetzt so schnell die Daten vereinfachen. Gut, das Polygon hier ist jetzt nicht mehr wirklich sichtbar, aber es hat eine Möglichkeit. Aber man sieht auch, wie schnell das geht. Ich spiele hier mit einem Slider rum und ich muss gar nicht warten, es geht super gut. Genau, dann noch ein letztes Beispiel. Das war hier dieses Spiel, wo wir eher bei der Präsentation davor bei Spielen waren. So ein Europa-Ratespiel habe ich einfach mal programmiert, einfach so zum Spaß. Ich habe jetzt nur 5 Länder drin, das muss ich mich eine Weile durchklicken. Aber was passiert hier? Ich bekomme zum Beispiel 10 Sekunden pro Land und dann die Sekunden, die übrig sind, wenn ich das Land gefunden habe, die werden dann als Punkte gespeichert. Ich gehe auf Start Game, Polen, klicke ich hier, korrekt. Auch hier wieder das Konzept von dem GeoJSON, das im Hintergrund liegt und dann macht er so ein Within. Und wenn es dann nicht klappt, dann weiß er auch, ich bin nicht drin und dann rechnet sogar die Distanz dazu. Wie zum Beispiel Österreich. Mal sehen, ob ich Österreich hier auf der Karte finde. Hier. Ups, das war falsch. Und ich sehe, ich bin 594 Kilometer entfernt. Also kann er das auch direkt berechnen. Leider bekomme ich da auch dann 0 Punkte. Nochmal, Germany. Da werde ich jetzt absichtlich auch hier klicken. Und dann sieht man, dass er 12 Kilometer von der Grenze entfernt ist. Der berechnet nicht den Mittelpunkt zu Germany. Der berechnet wirklich hier die Distanz zu dem nächstgelegenen Stützpunkt. Macht man so ein Explode im Hintergrund, dann wird das Polygon in Stützpunkte aufgeteilt und schon kann man die Distanz berechnen. Gut, United Kingdom, interessiert uns eh nicht mehr, klicken wir mal hin. 1905. Und ja, und dann gehe ich hier in die nächste Runde. Ukraine. Klicken wir nochmal falsch? Ja, hier. Gut, und dann habe ich hier mein Answering-Score ist 8,40 Sekunden. Natürlich, wenn ich per verhaue, dann komme ich 0 Punkte. Und dann kann ich auf Details gehen. Und jetzt sehe ich hier 1 korrekt. Dann müssen wir mit Punkte Geografie noch ein bisschen lernen. Aber ja, das Ding ist halt, es ist mit TUF programmiert. Da werden Distanzen berechnet, Punkte gesetzt und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das ganz cool. Gut, die Folien gibt es dann auch. Übrigens nochmal, morgen gibt es diesen Workshop, wer Lust hat, kann vorbeikommen. Da geht es darum, dass wir erstmal ein Leaflet einbinden, eine Karte erstellen, GeoJSON da einbinden, auch mit Cookies dann erstellen. Und dann werden wir auch mindestens ein TURF-Werkzeug ausführen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit da bleibt. Wenn wir alle ganz fit sind und es ganz schnell geht, können wir auch viel Komplexeres da dann programmieren. Gut, dann bedanke ich mich. Kontakt, erstmal die Folien gibt es auf unserer Webseite. Firma Geosys kann man da runterladen. Oder auch hier, ich bin bei Stack Exchange unterwegs. Gerne eine E-Mail schicken oder Twitter. Twitter ist eh das Wichtigste im GIS-Bereich, um immer up-to-date zu sein. Ja, und wer eine Karte mitnehmen will, ich habe auch Karten dabei. Also Bescheid sagen. Gut, danke. Vielen Dank, Numa. Und für die Workshops kann man sich auch immer noch anmelden, vorne an der Rezeption, auch für andere Workshops. Okay, Fragen? So, eine kurze Frage nur. Du hast ja ein paar von den Möglichkeiten dargestellt. War immer schön mit den Geometrien, hat es ja gut funktioniert. Was macht TURF.js mit den Attributen? Weil die ja bei manchen Algorithmen immer die Frage ist, zusammenführen, eventuell Aggregatfunktionen nötig oder Ähnliches. Ja, das ist auch in GIS ein Problem, das stimmt. Das kann ich ja so direkt gar nicht beantworten, weil ich es größtenteils einfach so als eher Spielerei und zum Testen benutzt habe bis jetzt. Wir haben es noch nicht richtig in einem Projekt angewendet, aber wir können es ja mal testen mit dem Dashboard, in der Hoffnung, dass hier Attribute drin sind. Jetzt sind keine drin. Man braucht hier einen Datensatz mit Attributen. Ja, machen wir morgen im Workshop. Nee, schau kurz. Ist eine sehr gute Frage. Hätte ich mir anschauen müssen. Bei Merge ist natürlich das Problem, dass ja ein Dissolve eigentlich, aber da bleibt eine dann übrig, soweit ich mich erinnere. Ich mach das kurz. Also hier sind ein paar Bezirke in Berlin. Ich mache ein Merge.
Und jetzt gebe ich einen Output aus und dann sieht man hier, Geometrie ist da, das weiß man. Dann scrollen wir mal runter. Dann bleibt eins übrig. Also auch wieder im GIS, man muss das erstmal kennenlernen, testen, dann weiß man, wie man es richtig anwenden soll. Eigentlich ist unsere Zeit auf, aber ich denke, Mittagspause können wir noch ein bisschen fragen, während der Mittagspause stellen. Ne? Danke sehr. Muss man mit TurfJS mit geografischen Koordinaten arbeiten oder kann man auch mit projizierten Koordinaten, UTM oder sowas arbeiten? Geht alles, ja. Solange es GeoJS, im Endeffekt, wenn es einen EPSG-Code gibt, müsste es eigentlich gehen. Also das ist kein Problem, ja. Macht es natürlich meistens in WGS 84, also 4.3.2.6, einfach nur, weil die meisten Daten mittlerweile so vorliegen. Zumindest im Webbereich viel damit gemacht, aber auch mit 3.8.5.7 WebMercator wäre auch hier kein Problem. Das würde alles gehen, ja. Du hast gezeigt, dass es schnell geht. Hast du Erfahrung, wie groß die JSON-Dateien sein dürfen? Gute Frage. Hier geht natürlich alles perfekt, wenn man das so zeigt. Da habe ich auch die richtigen Daten ausgesucht. Wenn TURF, wenn es groß wird, wird es natürlich auch schwierig. Wenn ich jetzt ein 20 Megabyte GeoJSON lade und dann groß herumspiele mit meinem Simplifier und so, das kann schon komplexer sein. Der läuft ja wirklich durch, macht eine Schleife durch die Datensätze. Im Browser, das liegt eher dann am Browser, dass das Laden davon länger dauert und das ein bisschen komplizierter ist. Aber man kann es ja auch offline, also mit Node Package Manager, also mit Node.js benutzen. Da geht es dann super gut. Ich habe ja öfter schon gehört, dass einige Leute schon nicht mehr so viel mit dem GIS arbeiten, wirklich alles in TURF machen, was anscheinend viel, viel schneller dann auch geht. Ich selbst habe ja da so noch nicht die Erfahrung, das mit Node zu benutzen, aber das wird auf jeden Fall besser gehen als im Browser dann. Also wenn die Daten groß sind, wird es problematisch. Und dann wäre auch der Punkt wieder, wann ist ein WPS sinnvoll? In dem Fall wäre das wahrscheinlich sinnvoll, weil der Server das in GIS oder eine Datenbank viel schneller berechnen kann. Noch Fragen aus dem Plenum? Mapbox setzt jetzt sehr auf Vektorteils. Gibt es da schon Möglichkeiten, TURF mit Vektorteils zu kombinieren? TURF ist einfach GeoJSON im Endeffekt. Also als Hintergrundkarte, ich meine, jetzt habe ich Rasterteils hier, aber ich könnte da Vektorteils, beziehungsweise es müssen eigentlich Vektorteils sein hier, ist ja die Mapbox-Karte. Aber direkt die Vektorteils, die Daten jetzt ansprechen, was im Hintergrund in dem Browser geladen wird, das kann ich mit TURF so nicht ansprechen. Im Endeffekt ist es wirklich einfach ein GeoJSON, eine GeoJSON-Bibliothek. Wie das natürlich ausgebaut wird, ist eine andere Frage. Also es wird immer beliebter, man sieht es immer mehr, viel auf Twitter auch. Und ich gehe davon aus, dass das auch, vor allem, weil ich meine, es ist ein Mapbox-Ding und Mapbox, deren Hauptstrategie momentan ist, einfach so viele Vektorteils wie möglich überall zu benutzen. Und ich kann mir vorstellen, dass man das auch dann irgendwie verknüpfen kann. Aber zu diesem Zeitpunkt wäre das mir nicht bekannt. Also gibt es definitiv nicht, das hätte ich mitbekommen. Eine gute Frage. Eine letzte Frage, würde ich sagen. Mich würde mal interessieren, wie es mit der Lizenzierung aussieht. Ist es auch kommerziell nutzbar? Oder? Genau, es ist eine MIT-License und wenn man sich genau anschaut, man kann eigentlich alles damit machen. Also ich kann es runterladen, hier privat rumspielen, ein Spiel programmieren, was auch immer. Ich kann es aber auch jetzt erweitern. Ich kann das erweitert verkaufen, ich kann es ändern, verkaufen. Ich kann sogar TURF runterladen und verkaufen. Wer es kauft, ist natürlich selber schuld, weil es ja also verfügbar ist. Aber ja, es ist ganz frei. Also es ist auch sehr praktisch, man kann es eigentlich überall einsetzen. Muss ich nicht groß darum dann kümmern im Endeffekt.